So, und es geht auch weiter mit Let's Play Final Fantasy 6. Wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Das weiß ich nicht, kaum noch. Ah, herrlich. Ja, wir waren auf jeden Fall im Zoo. Lang. Ein neues Relikt. Das glaube ich nur von Luke. Zwar verwandelt es den Befehl stehlen im Überfall und ich bin mal wieder mein Headset rumspielen, denn Überfall, man sieht es, man kann dadurch gleichzeitig auch attackieren damit. Ziemlich hilfreich. Oh, Phönixfeder. Das war jetzt wirklich sehr schön. Zweiter Zeiger meiner Armbanduhr zeigt nun zu viel. So, die überfallen wir mal wieder. Ach, das war schon. Sehr schön. Wichtig, die Dinge. Sekunden sind durch 20 teilbar. Hier sind wir ein bisschen Counter-Match. So. Drachenstiefel. Nicht schlecht.
ich auch. Relikt ist auch ein Relikt. Wobei ich sagen muss, Drachenstiefel, was sie machen, glaube ich. Ich glaube, die haben die von mir Geld geklaut. Was sind die eigentlich? Drachenstiefel. Naja, verändert den Kampfbefehl in einen Sprung. Ja, wer Final Fantasy kennt, der weiß auch, dass es auch manchmal Dragoneers gibt. Feuerschlag. Das ist, glaube ich, eine Ausrüstung. Ach so, nee, ist für Sabine. Die Feuerclaw. Was bist du? Guten Tag, ihr seid nett. Kann ich euch helfen? Ich hasse Kämpfe, also gehe ich zur Seite. Du Böse, du nicht, nicht mögen. Das war schon. Wieder ein Giant. Das einzige, was dann Sirens sieht, die ist nicht mehr wort zu meinen, das auch zu machen. Ich hätte Sabi machen sollen. So, das ist eine gute Truppe. Zum einen Sabi, Edgar, Luke und Terror. Bei Terror hat zur Zeit an. Der sich verwandelt hat und einfach weggeflogen ist. Jetzt die Tränke verbraten. Rennstiefel.
extra. Genauso wie ich Angst davor habe, die Zeit hier zu überschreiten. Bis zum nächsten Let's Play. Blatterix auf B meldet sich ab.